Neujahrsempfang 2015 im Rathaus zu Uelzen. Es ist sein erster großer öffentlicher Auftritt seit Amtsbeginn vom 1. November 2014. Während noch die Vorbereitungen laufen, begrüßt Bürgermeister Jürgen Marquardt die älteste Teilnehmerin mit 107 Jahren, Frau Albanus. Vor allem Gesundheit. Alles andere kommt von alleine. Unten warten schon über 400 Gäste auf Einlass. Auch wir von Uelzen TV waren wieder für Sie vor Ort, verehrte Zuschauer, und haben Ihnen einige Impressionen mitgebracht. Aber schauen Sie selbst und machen Sie sich ein Bild von dieser Veranstaltung. Das wünsche ich Ihnen.
Ihnen, für die Stadt und für den Landkreis und für das Land der Stadt gut geht. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. So was. Ja. 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 Dankeschön. Frohes Neues Jahr. Wir müssen nochmal später gehen, dass wir uns hier anhören. Frohes Neues Jahr. Schön, dass Sie da sind. Hat jemand mal zurückgerechnet, was für 100
Veranstaltungen auch nur funktionieren, wenn man ein tolles Organisationsteam um sich herum hat. Und das hat die Stadt Uelzen zum Glück. Und dieses Organisationsteam hat unter anderem auch dafür gesorgt, dass wir heute tolle Musik haben. Denn die Happy Street Band hat jeder schon gehört, der die Treppe hochkam. Das ist also schon mal ganz wunderbar. Daneben gibt es heute Snacks von der Stiftung Leben Leben, die uns diese fertiggestellt hat. Auch die werden uns mit Sicherheit schmecken. Und lassen Sie mich noch eins erwähnen. Jeder neue Bürgermeister bringt vielleicht immer Erneuerungen ein oder greift alte Ideen auf, die es schon mal gab. Und da ich weiß, dass das Leben nicht nur aus Sekt und Selters besteht, gibt es auch heute Bier. Entsprechend war es natürlich auch besonders wichtig, übrigens das Bier gibt es auf Wunsch eines einzelnen jungen Mannes, der gerade eine Rede hält, war es mir besonders wichtig, dass wir dann natürlich auch ein typisches Bier bekommen und dementsprechend gibt es heute Unruhe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, solch ein Neujahrsempfang hat durchaus, denke ich mal, eine Gelegenheit oder bietet eine Gelegenheit, sich noch einmal Gedanken zu machen über das Jahr 2014. Und ich glaube, wir haben, wie schon so häufig, ein sehr ereignisreiches 2014 erlebt. Und ich möchte jetzt einige wenige Themen herausgreifen, die natürlich sehr, sehr geprägt sind durch meine Sicht der Dinge. Sie alle würden andere Themen möglicherweise präferieren, aber wichtig ist, dass wir über das eine oder andere zumindest mal sprechen. Und da fällt mir für die Stadt Uelzen insbesondere der Bau der Ortsumgehung Kirchweih ein. Die ist 2014 fertiggestellt worden und wenn Sie wollen, nichts anderes als ein Akt der kleinen Wiedervereinigung. Der Wiedervereinigung eines westlichen und östlichen Teils Kirchweih. Denn dieser Ort war bis dato zerschnitten von der B4. Ich habe mir gestern Abend, weil ich zur Feuerwehr Kirchweih gefahren bin, extra noch einmal den Spaß erlaubt und bin tatsächlich durch Kirchweih abends kurz vor 19 Uhr gefahren. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen versichern, es gibt noch Leben hinter dem Quasselblau der Kuh. Allerdings nicht zwingend nach 19 Uhr. Das muss für die Kirchweiher, Spaß beiseite, das muss für die Kirchweiher Bürger wirklich eine wunderbare Erinnerung sein, dies jetzt erleben zu können, wie schön ein solcher Ort sein kann ohne B4. Und ich freue mich, dass neben der Initiative für die Ortsumgehung, da möchte ich Jürgen Kirchhoff jetzt kurz erwähnen, aber auch die Stadt Uelzen seinen Anteil geleistet hat oder ihren Anteil geleistet hat und dass wir diese Ortsumgehung jetzt unter eigenen nennen dürfen und einweihen dürfen, ist etwas Besonderes und dafür sollten wir dankbar sein. Dann hatten wir im letzten Jahr auch ein fußballerisches Ereignis, das uns alle sicherlich sehr mitgenommen hat, wo wir alle mitgefiebert haben und bis zum letzten fast Tränen vergossen haben, als es endlich funktioniert hat. Der Aufstieg Teutonias in die Oberliga. Was haben Sie denn dazu? Und natürlich dabei, das dürfen wir nicht vergessen, auch den Gewinn des Bezirkspokals. Das ist nämlich noch einhergelungen. Also, ich habe Herrn Dr. Börgen, ich habe Herrn Kuhlin gesehen und sowas. Herzlichen Glückwunsch. Sie stehen stellvertretend für alle sportlichen Leistungen, die gebracht wurden im letzten Jahr. Aber das ist doch schon etwas ganz Außergewöhnliches. Wir drücken alle Teutonia und allen weiteren Sportvereinen mit ihren Leistungen die Daumen, dass es 2015 mindestens genauso erfolgreich sein wird. Aber natürlich. Fußball-Weltmeisterschaft erinnern und wer sich daran erinnert, ein Finale im Regen auf dem Herzogenplatz oder sonst wo, das war schon ganz toll, beziehungsweise ja, wo man das auch was Besonderes. Für mich aber ein emotionaler Höhepunkt, und deswegen hatte ich nämlich schon die Verbindung zum Herzogenplatz, war sicherlich die NDR-Sommertour. Da ist es uns gelungen, innerhalb kürzester Zeit aus unserem Rathausplatz einen Strand zu machen, eine Beach, das war ja auch die Herausforderung. Wir standen mit weit mehr Menschen als letztlich von NDR gezählt, in der Schlange, waren alle bunt verkleidet und haben ein Fest gefeiert. Ja, das kann ich es gar nicht bezeichnen. Solch eine tolle Stimmung von zigtausend Menschen, das ist ja tatsächlich so, es waren ja wirklich tausende von Menschen in Uelzen unterwegs, das war etwas, da hat Uelzen sich von seiner allerbesten Seite gezeigt und das hat richtig Spaß gemacht. Da können wir auch ein bisschen stolz auf uns sein, denn eins können wir auch feiern. Da gab es 2014 auch die Bürgermeisterwahl. Ich möchte Sie kurz am Rande nur ansprechen und lassen Sie mich dazu nur drei Punkte erwähnen. Zum einen, ich habe eine Bürgermeisterwahl erlebt mit drei Bewerbern, die immer fair und auf Augenhöhe miteinander umgegangen sind. Dafür möchte ich mich persönlich bedanken. Darüber hinaus möchte ich mich für das Vertrauen bedanken, das mir geschenkt wurde. Dass Ansporn und Bürde zugleich ist, aber Vertrauen sind ja auch da deutlich mehr.
Einsparung. Dementsprechend auch da freue ich mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Und letztlich möchte ich auch diesen Rahmen nutzen, auch wenn er es wahrgemacht hat und tatsächlich nicht erschienen ist, das war was abgesprochen, mich noch einmal bei Otto Luca zu bedanken, unserem Altbürgermeister, denn wir dürfen nicht vergessen, dass er seit 10 Monaten des letzten Jahres noch amtierender Bürgermeister war. Und ich denke, wir dürfen noch einmal dafür auch applaudieren. Ja, das Jahr 2014 tatsächlich gekennzeichnet von vielen Fertigstellungen. Wir haben zum Beispiel das Quartier am Schneemarkt fertiggestellt. Ich finde, es ist sehr schön, natürlich jetzt im Winter darf man nicht so genau gucken, da sieht alles trostlos aus. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr schön. Ob es mit Leben erfüllt wird, ist übrigens nicht mehr Aufgabe der Initiatoren des Umbaus, sondern es ist unsere Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Wir können nur solche Bereiche mit Leben erfüllen und wir sollten das, glaube ich, auch tatsächlich machen. Wir haben auch das alte Rathaus fertiggestellt und bitte ersparen Sie sich jetzt jedes Kommentares über den ganzen. Auch über Geschmäcker kann man natürlich bekanntlicherweise streiten, aber diese Streits mache ich einfach nicht mit. Mir gefällt das Rathaus jetzt sehr schön und wir hatten es auch gerade während des Weihnachtszaubers eine tolle neue Mitte dieser Stadt. Auch die Fußgängerzone ist mittlerweile fertig. Jetzt kann man vielleicht nicht gerade von einem Flusslauf sprechen. Aber zumindest kann ich auch eines festhalten. Das typische Ulzer Phänomen ist eingetreten. Vorher, was wurde geschimpft? Kaum war es fertig, habe ich sehr viele Stimmen gehört, die gesagt haben, boah, das ist aber ganz schön geworden. Ich freue mich über diese neue Hafenstraße, denn auch diese wertet Ulzen eindeutig auf. Daneben haben wir Fertigstellung des alten Ulzer Hofs. Gleichzeitig muss man sagen, insgesamt das Eingangstor der Stadt vom Norden. Die Wachsmutsche Klinke, dort bauen wir noch mehrere Sachen. Herr Schubert ist da auch sehr, sehr aktiv. Wir erleben dort demnächst einen völlig neuen Eingang der Stadt. Und auch das wird unsere Stadt insgesamt sicherlich sehr, sehr aufwerten. Und wenn man dann noch den Weihnachtszauber, den ich nur kurz am Rande erwähnen möchte, bedenkt, auch da gibt es Kritik, weiß ich. Auch da gibt es Möglichkeiten, noch etwas besser zu machen. Einverstanden. Aber der Kernfakt ist und bleibt, die Stadt Wilson mit knapp über 30.000 Einwohnern hat einen wunderschönen Weihnachtszauber mit herausragenden Möglichkeiten. Mit einer Eisbahn, mit einem Ministerpräsidenten, der jedes Jahr kommt, mit einem Rathaus, mit einem wunderschönen Adventskalender, mit einer Lichterkette, die ich sehr schön finde. Ich sehe da weniger blau, darüber wollen wir auch nicht sprechen. Alles Sachen, die sehr, sehr toll sind. Und dann ein Weihnachtsmarkt, der über 4 Wochen dauert, in vergleichbaren Städten 3 Tage lang ist. Dementsprechend auch da freue ich mich, dass wir das haben und das sollten wir uns bitte erhalten und nicht nur darüber schimpfen. Wenn ich jetzt mal in die Glaskugel schaue und einen Ausblick wage, das Jahr 2015, ist das natürlich umso schwieriger. Und sicherlich wird es auch kein leichtes Jahr, es wird eher ein Jahr der Entscheidung, der dringend erforderlichen Entscheidung. Und das vor einem finanziellen oder finanzpolitischen Rahmen, der mich persönlich eher besorgt macht. Ich wünschte mir, ich könnte Ihnen jetzt mitteilen, dass die Finanzen der Stadt so gut aussehen, sie tun es aber nicht. Und das hat nichts, aber auch gar nichts mit der Ausgabesituation der Stadt zu tun. Die haben wir tatsächlich in den letzten Jahren einigermaßen vernünftig auf die Reihe bekommen. Sondern wir haben gerade in den letzten Wochen und jetzt nochmal in den letzten 5 Tagen, gerade in diesen 5 Tagen des neuen Jahres, haben wir einen Einbruch der Gewerbesteuer erlebt, wie ihn die Stadt Ulzen noch nicht gesehen hat. Dementsprechend muss ich Ihnen nicht sagen, wenn das Gehalt ausbleibt, dann können Sie die täglichen Ausgaben nicht mehr finanzieren und genauso wird es der Stadt tatsächlich auch ergehen. Der Haushalt wird also ein starkes Defizit aufbauen. Trotz allem kann ich nur sagen, sonst das jetzt verzagen lassen? Ganz eindeutig nein. Denn trotz allem haben wir als Kommune Aufgaben. Diese Aufgaben werden wir uns stellen. Und wenn es eine Schlüsselaufgabe übrigens in den nächsten Jahren geben wird, vielleicht noch nicht heute, aber spätestens morgen. Deutschland steht für vieles. Deutschland steht für Wohlstand, für Sicherheit, auch da werde ich noch drauf kommen. Aber Deutschland steht auch für eins, für ein Problem in der Infrastruktur. Dort werden wir in den nächsten Jahren sehr massive Investitionen benötigen, damit wir Schritt halten können und die müssen wir uns leisten, egal wie. Und gleichzeitig werden wir in der Stadt auch weiterhin unseren Vereinen und Institutionen Unterstützung zukommen lassen, denn die Stadt soll lebenswert bleiben. Dementsprechend müssen wir gucken, natürlich wollen wir sehen, dass wir wieder zu ausgeglichenen Haushalten kommen, aber die Leute im Stich lassen, das wird nicht in Frage kommen. Wir werden weiterarbeiten, wir brauchen neue Ideen und daran werden wir arbeiten. Darüber hinaus werden wir uns beschäftigen müssen mit der Einführung von Ganztagsgrundschulen. Und ich weiß, dass dieses Thema auch sehr kontrovers diskutiert wird, was eigentlich sehr überraschend ist. Denn wenn man überlegt, an der Einführung einer Ganztagsgrundschule, da darf es überhaupt keinen Zweifel geben. Und mittlerweile ist Uelzen einer der ganz, ganz wenigen weißen Flecken in Niedersachsen, wo es so etwas noch nicht gibt.
dem werden wir definitiv abhelfen. Daneben haben wir schwierigere Entscheidungen zu treffen bezüglich des Schlosses Holmstedt, auch das steht an. Und wir haben Entscheidungen zu treffen, was die Stadt Hannover angeht. Die Schließungsentscheidung gibt es schon. Gibt es ein Nachkonzept? Gibt es Ersatzlösungen? Das sind alles Entscheidungen, die wir 2015 angehen müssen. Und wir brauchen diese Entscheidung, denn ich bin felsenfest davon überzeugt, manchmal sind die Entscheidungen, die zwar sicherlich nicht allen gefallen werden, allemal besser als keine Entscheidung. Wir müssen vorankommen und dafür sind wir zuständig und das werden wir auch tun. Das Gleiche betrifft übrigens die Schaffung von Gewerbe- und auch Eigenheimflächen. Auch dort ist natürlich die finanzielle Situation der Stadt eher hemmend als fördernd, das möchte ich ganz klar sagen. Trotz allem müssen wir auch dafür neue Lösungen finden. Möglicherweise neue Wege gehen, wie wir Gewerbeflächen oder Eigenheimflächen ausweisen können. Wir brauchen Wohnbauflächen. Und spätestens dann, wenn wir jedenfalls mein Ziel, den Bau der A 39, wenn es wirklich dazu kommt, dann wird Wilson ja auch einen Schub erleben und auf den müssen wir uns heute schon langsam aber sicher vorbereiten. Dementsprechend auch das wird also eine Aufgabe der nächsten Jahre und des jetzigen Jahres sein. Denn ich glaube, unsere Aufgabe, Politik und Verwaltung, ist es, diese Stadt jeden Tag ein bisschen besser zu machen und noch ein bisschen heller zu machen. Und wo ich bei diesem Thema bin, gestatten Sie mir abschließend jetzt noch ein paar wenige kritische Anmerkungen. Meine Damen und Herren, manchmal, wenn ich durch die Stadt gehe und so einige, längst nicht alle, einige Menschen reden höre und manchmal auch, wenn ich die veröffentlichte Meinung mir betrachte, dann könnte man den Eindruck bekommen, dass hier in Münzen vieles nicht gut ist. Möglicherweise sogar alles schlecht. Ich glaube, damit wird die Realität komplett verkannt. Gestatten Sie mir dazu ein paar Ausführungen. Wir leben hier in Deutschland und wir leben auch noch in einem schönen Teil Deutschlands, hier im Landkreis Uelzen. Deutschland steht für Wohlstand und für Sicherheit. Wenn wir uns dann Uelzen anschauen, so leben wir hier mitten in der Natur, rund um uns herum, ganz viel herrlichste Natur. Wohlstand nahezu ohne Ende, nicht für alle, sicherlich, aber für die allermeisten. Die allermeisten von uns hier nennen ein Eigenheim ihr eigen. Und zwar zu einem Preis, wo andere noch nicht mal darüber nachdenken könnten, sich eine Mietwohnung zu kaufen. Hier zu leben von den Lebenshaltungskosten in Uelzen ist einfach wunderbar. Ich will nicht sagen, das Strafenland, aber wunderbar. Gleichzeitig haben wir hier eine Einzelhandelsstruktur, die sicherlich nicht vergleichbar ist, was ich manchmal höre, Mensch, Herr Marquardt, in Hamburg und New York ist alles besser. Okay, auch mit Lüneburg können wir uns nicht messen. Einverstanden. Lüneburg ist doppelt so groß wie eine Studentenstadt, hat ein ganz anderes Publikum. Aber sagen Sie mir bitte, was es hier in Münzen nicht gibt, was wir unbedingt zum Leben brauchen. Sagen Sie es mir. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Möglicherweise gibt es das eine oder andere, das mag sein. Aber auch das ist in Münzen sehr gut zu bekommen. Und dann soll alles schlecht sein? Meine Damen und Herren, verstehen Sie mich nicht falsch. Bitte nicht. Es geht mir nicht darum, dass ich jetzt das, was nicht so gut ist, schönreden möchte. Keinesfalls. Es ist auch meine Aufgabe, dass wir an den Stellschrauben arbeiten, die das Ganze hier noch ein wenig besser, ein wenig lebenswerter machen. Aber gestatten Sie mir bitte auch eins. Ich glaube, wir sollten weiterhin fair sein. Fair sein denen gegenüber, die mit uns reden. Und wir sollten sie auch aussprechen lassen. Aber ich glaube, wir sollten uns auch das Recht nehmen, irgendwann einmal zu widersprechen und zu sagen, nein, du liegst falsch. Wenn du behauptest, hier in Uelzen ist alles schlecht. Hier in Uelzen ist nicht alles schlecht. Und wir müssen diesen 150, 200 Leuten, die es hier gibt, die alles schlecht machen wollen, denen müssen wir auch mal zumindest verbal die Stirn bieten und sagen, das stimmt nicht, wir leben hier gerne. Ich kann es nur sagen für meine Person. Ich bin froh und stolz darauf, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein und freue mich, und ich hoffe, ich darf in Ihrem Namen sprechen, auch ein Teil der Stadt Uelzen zu sein. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt glaube ich, dass Sie alle noch kein Glas in der Hand haben. Kann das sein? Ich schlage vor, dass Sie sich jetzt mal ganz kurz mit einem Glas ausstatten, soweit es geht. Deine Frau haben wir ja schon gegeben. Aber jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, mit Ihnen allen, entweder mit Sekt, mit Rosa oder mit Uhlenbräu, auf die Stadt Uelzen anzustoßen und wünsche Ihnen allen ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2015. Ein Hoch auf die Stadt Uelzen. Zum Wohl.
Herzlichen Dank. Lieber Bürgermeister, dieses ist Ihr erster Neujahrsempfang in dieser Eigenschaft als Bürgermeister. Wir geben noch frische Amtszeit, wünsche Ihnen viel Schaffenskraft, alles, alles Gute. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass wir eine ganze Menge erreichen werden können für diesen Landkreis, für diese Kreisstadt. Zuletzt beim Besuch unseres Ministerpräsidenten am 23. Dezember wurde deutlich, wie groß die Schnittmenge an gemeinsamen Interessen von Stadt und Landkreis ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe mich bei der Vorbereitung dieses Grußwortes nicht leicht getan. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass Menschen an vielen Orten dieser Erde vor wirklich existenziellen Herausforderungen stehen und deshalb ihre Heimat verlassen, um ihr Leben und das Leben ihrer Kinder zu retten. Tausendfach gelingt ihnen dieses nicht, wie erst vor wenigen Tagen im Norden Nigerias. Heute passt kein spaßiger Einstieg, keine launige Anekdote. Meine Damen und Herren, die Ereignisse in Syrien, in Nigeria oder in Frankreich mögen ein guter Grund sein, die Fragen, mit denen wir uns in Uelzen beschäftigen, nicht mit weniger Entschlossenheit und Tatkraft, aber doch mit etwas mehr Nüchternheit und Demut anzugehen. Ich wünsche Ihnen für 2015 alles Gute, kommen Sie gesund durch dieses Jahr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Landrat, liebe Kollegen aus dem Niedersächsischen Landtag, meine lieben Bürgerinnen und Bürger, auch ich darf Ihnen zum Jahr 2015 alles Gute wünschen, ein gutes neues Jahr, viel Zufriedenheit, viel Gesundheit und dass wir gemeinsam weiter vorankommen. Ein Rückblick in das letzte Jahr, es ist angesprochen worden, dreimal Meister, Weltmeister, Patroniameister und Bürgermeister. Ich möchte Ihnen nochmal alles Gute wünschen. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt Uelzen und insgesamt für den Landkreis Uelzen. Und ich glaube, dass wir viele gute Dinge voranbringen. Denn wenn wir Hand in Hand arbeiten, das haben wir gesehen an der Ortsumgehung Kirchweihe, dann können wir etwas erreichen, nämlich die Wünsche und berechtigten Forderungen vor Ort hier aufzunehmen und sie dann auch entsprechend zu entscheiden und umzusetzen. Und so wollen wir auch die Infrastruktur weiter voranbringen hier im Landkreis Uelzen. Die A39 ist von Ihnen explizit genannt worden. Wir dürfen uns nicht in die Warteschleife verfrachten lassen. Wir dürfen uns nicht abhängen lassen. Hier, glaube ich, müssen wir zusammenstehen und unsere berechtigten Forderungen einfordern, umsetzen, damit wir den Nutzen der Stadt Uelzen und des Landkreises Uelzen weiter mehren. Und dazu gehört auch, dass ich mich sehr früh gegen die Varianten zur Y-Trasse ausgesprochen habe, weil wir dort vom Personenverkehr abgehängt werden und eben nicht die Möglichkeit haben, hier weiter die Situation zu verbessern. Die Situation in Deutschland ist gut. Wir haben erstmals einen ausgeglichenen Haushalt, wir haben starke Sozialsysteme, wir haben gute Wirtschafts- und Arbeitsplatzzahlen. Und doch müssen wir uns daran erinnern, dass wir tagtäglich uns dafür einsetzen müssen, dass wir weiterhin so gut dastehen und gemeinsam einsetzen. Zeitgleich findet heute ein Neujahrsempfang in Celle statt, des Oberbürgermeisters dort. Er hat das offensichtlich von Uelzen abgekupfert. Ich bin hier, darüber freue ich mich. Wenn es dann auch ein gutes Bier gibt, Uhlenbräu von der Familienbrauerei Beetz, und wir damit auch der Landwirtschaft helfen, denn wer Bier trinkt, der hilft auch der Landwirtschaft. Und das lassen Sie mich sagen, die Landwirtschaft braucht unsere Unterstützung, auch bei einem solchen Landwirtschaftsminister. Alles Gute für das neue Jahr. Dass ich glaube, Sie haben zu einer aussterbenden Generation gehört, die niemand hat erwähnt, dass das Jahr 2015 für Deutschland ein sehr wichtiges Jahr ist. Wir haben 70 Jahre Frieden. Ich glaube, dafür müssen wir wirklich sehr, sehr dankbar sein. Ich begrüße auch noch einmal Frau Albanus, denn sie ist für mich motiviert, auch als zukünftige, du hieß das hier noch einmal zu stehen. Doch es gab auch noch ein anderes Vorbild und gleicher Lage, Frau
Und ich denke, so ein Ton zeigt uns, wie dankbar ein jeder von uns sein muss für jeden Tag, den wir erleben dürfen, auf dieser eigentlich doch schönen Welt. Wenn sie nicht so schön ist, dann liegt das an jedem Einzelnen von uns auch mit. Aber ich möchte Ihnen ein paar Lehren dafür sagen, dass wir diese Welt besser machen können. Sie stammen von Franziskus von Assisi. O Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung fehlt, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer ruht. Das sind doch schöne Worte, die wir auch 2015 in unser Herz aufnehmen können. Ich selber möchte nochmal auf das Jahr 1945 zu sprechen kommen. Bin ich doch jetzt, wie gesagt, die Generation, die noch die Schrecken des Krieges erlebt hat. Nach mir wird kaum einer darüber sprechen. Ich möchte Ihnen erzählen, auf welche ungewöhnliche Art ich erfahren habe, dass der unselige Krieg zu Ende gegangen ist. Ich lebte damals mit meinen Eltern in Zittau am Rande eines Mittelgebirges und mein Vater hatte die Devise ausgegeben, der Soldat war, wenn er merkt, dass es zu Ende geht, flüchtet in die Berge, denn die Besatzung wird schrecklich sein. Und so zogen wir mit blinder Oma, Mutter und ich und mit einem Leiterwagen. Und da ich nicht weiß, ob noch jeder weiß, was ein Leiterwagen ist, das war der Vorgänger des Rollerwagen von heute und der gehörte in viele Haushalte. So zogen wir los und als wir oben zu dieser Baude hinstrebten, brannten unter mir noch die letzten Dörfer. Ich sank dann an die Stiefel, die Baude war überfüllt, an die Stiefelsohlen eines Soldaten, der sich auch abgesetzt hatte und ich spürte die Zecken seiner Stiefel noch immer in meiner Kopfhaut. Am nächsten Morgen war dann ein herrlicher Morgen, wir Kinder schaukelten, da kommt meine Sportlehrerin, auch mit Leiterwagen und alten Vater an. Ich war sehr unsportlich und die Begegnung mir nicht gerade sehr sympathisch. Diese gute Frau fuhr mich sofort auf ein, kannst du nicht grüßen, Kleine? Worauf ich mich in gewohnter Art vor ihr aufbaute, in gewohnter Art den Arm hob und auch den dementsprechenden Gruß aussprach. Worauf Fräulein Bastian antwortete, das ist jetzt vorbei. Ob um mich herum gejubelt wurde, das weiß ich nicht, aber mir selber fiel ein großer Stein vom Herzen. Irgendwie wusste ich, was diese Aussage bedeutete und an jenem Tag, es war ein schöner Maitag, habe ich oft in den Himmel geguckt, wenn Flieger kamen und habe gedacht, wisst ihr da oben, dass jetzt Frieden ist? Ich bin dann auch mit den Worten in das Leben gegangen, nie wieder Krieg und es ist mir gelungen, meinen Sohn ohne Kriegsspielzeug großzuziehen. Meinen Enkeln muss ich jetzt allerdings kapitulieren. Aber noch etwas anderes gibt es in dieser Erinnerung vor 70 Jahren. Da gab es eine große Flüchtlingswelle und auch diese Menschen kamen über See oder über Landstraßen und dann mit größeren Wagen, oft mit Zug, mit diesen Ochsen als Zugtiere. Auch sie mussten ihre Familienangehörigen mitunter tot zurücklassen. Die Tiere brachen zusammen und in der neuen Heimat, in die sie eingewiesen wurden, nahmen sie nicht immer nur herzlich auf. Es war ein schweres Miteinander. Aber Deutschland lag in Trümmern, es gab viel zu tun und Tatkampf und Überlebenswille schweißten zusammen. Außerdem verband uns ja etwas, eine gemeinsame Sprache und auch die Religion. Die Flüchtlingswelle jetzt 70 Jahre später ist eine ganz andere Herausforderung. Es trennen uns ja wirklich Welten und das, was diese Menschen hinter sich lassen, können wir uns nicht vorstellen. Aber vielleicht können wir uns in sie hineinversetzen, was der Wohlstand hier bei uns für sie bedeutet. Oder wie sie das verkraften sollen. Es kommen also neue Aufgaben auf uns zu, die wir mit einer gewissen Dankbarkeit für 70 Jahre erfüllen sollten.
Ich wünsche für uns alle, dass es keinen kleinen Krieg gibt, dass es sehr ehrlich und offen zugeht und dass wir vielleicht einen Mathematiker haben, der Teuerungsraten schon vorausberechnen kann, damit wir von zukünftigen Leiden etwas bewahrt werden. Ich möchte Ihnen hier ausgerechnet von Karl Marx ein Wort noch vorlesen. Alle Revolutionen haben bisher nur eines bewiesen, nämlich, dass sich vieles ändern lässt, nur die Menschen nicht. Und trotzdem jetzt noch ein optimistischer Spruch, damit Sie auch in das Jahr mit viel Zuversicht hineingehen. Man nehme Zuversicht und Glück von Nächstenliebe auch ein Stück. Ein Schuss Vertrauen und Humor, für andere steht sein offenes Ohr, ein hohes Maß an Lebensmut, dann wird das neue Jahr bestimmt sehr gut. In dem Sinne. Probieren Sie bitte auch das Ullenbräu. Wenn am Ende da nur 15 Liter rausgetrunken sind, kriege ich das Bier nie wieder durch.
trinken Sie gerne nochmal ein Glas Bier. Ich finde, das schmeckt wunderbar. Sollten Sie den Weg nach Hause suchen, wünsche ich Ihnen allen einen heiligen und guten Nachhauseweg. Ich bin sehr dankbar, dass Sie heute alle erschienen sind und freue mich jetzt schon auf das nächste Jahr und möchte noch einmal ganz herzlich Dankeschön sagen. Herzlichen Dank. Hallo. So viel haben wir getrunken. Ja, grüß dich. Ich dachte nicht das Gleiche. Gibt es da Verschiedenes? Alles das Gleiche, ja? Aber wenn man sich hier wieder anstellt, wird es funktionieren. Alles Gute für das neue Jahr. Ich muss das noch mal ein bisschen nach vorne machen. Das schmeckt ja hervorragend, muss ich sagen. Was glaubt das ja keiner? Das schmeckt, ne?